So, und jetzt wird die Sache aus deutscher Sicht höchst interessant, denn jetzt kommen Jelena Groschina und Ruslan Goncharov aus der Ukraine, die einen Platz hinter Winkler Lose lagen nach dem Pasadoble. Jelena Groschina, Ruslan Goncharov mit einer soliden Vorstellung. Ich denke nicht ganz so sauber im Takt wie Kathi Winkler, René Lohse. Aber bin gespannt, wie die Preisrichter die beiden Ukrainer einschätzen. Wir haben noch mal ein paar kurze Zeitlupenstudien des Paares, das in den Vereinigten Staaten lebt und trainiert. Und die beiden haben sich wirklich in den letzten beiden Jahren enorm verbessert. Stießen zunächst bei den Europameisterschaften in Prag erstmals unter die ersten 10 vor mit dem 7. Platz und haben das hier bislang absolut bestätigt. Sie werden betreut mit der von der Trainerin. Allgegenwärtig. Allgegenwärtig. Muss man sagen. Genau. Natalia Linichuk hat wirklich in Newark in Delaware viel zu tun. Fast eine Clubmeisterschaft, die hier ausgetragen wird. Ja, mehr oder weniger. Und meine Einschätzung war richtig, auch im zweiten Tanz bleiben Groschina Goncharov hinter Winkler Lohse zurück. Und zwar genau einen Platz. Und von der Wertung, das ist noch interessant, ist es klar. Nicht so klar, wie man denkt, auch wieder eine Entscheidung 3-4. Also knappe Kiste, würde man sagen. Abwarten, was im Originaltanz und in der Kür noch alles